Wir sind hier in der Insula 1 im Archäologischen Park von Cambodunum. Unsere Ausgrabungskampagne mit der LMU München, der Provinzialrömischen Archäologie, ist beendet. Die Saison war unfassbar erfolgreich. Wir haben tolle Befunde ermittelt. Und jetzt gerade ist die Bauaufnahme durch die Bauforscher im Gange. Die Ergebnisse sind für Cambodunum, für die Römerstadt, von großer Bedeutung, die LMU München hier ermittelt hat. Es hat sich herausgestellt, dass wir hier wirklich die älteste Steinbauarchitektur im römischen Bayern bei einem repräsentativen Wohngebäude fassen können. Wir wussten sehr wohl schon, dass die öffentlichen Gebäude von Cambodunum in der Frühzeit schon in Stein ausgebaut waren, das große Forum, Statthalterpalast etc. Aber dass auch die repräsentative Wohnarchitektur schon so früh in Stein ausgebaut ist, nicht nur in Holz, ist eine ganz große Entdeckung und Erkenntnis und sagt uns, dass hier die Stadtkultur im römischen Bayern ihre Anfänge nahm. Also das ist ein ganz tolles Beispiel dafür, wie wichtig Cambodunum als Zentralort in der frühen Provinz Rätien war und wie eine Stadt nach römischem Vorbild, nach mediterranem Vorbild, vom Reißbrett geplant, schon ganz früh einen wichtigen Ausbauzustand hatte. Ein besonderes Highlight, ein Kleinod, ist die Wandmalerei, die wir hier auf der ganzen Fläche dieser Mauer noch gefunden haben. Der untere Teil der römischen Wandmalerei, die wie eine heutige Tapete alle römischen Gebäude normalerweise farbig ausgestaltet hat. Und wir sehen hier noch ganz wunderbar den farbigen Putz, der vorgibt, dass hier eigentlich Schmucksteine die Wandverkleidung dargestellt haben. Das Ganze aber eben aufgemalt als eine entsprechende Sinnestäuschung. Es sah also ganz, ganz hochwertig aus und geht hier auch noch weiter runter. Wir haben uns hier aber, um den Befund nicht weiter zu gefährden, einfach auch nur auf den obersten Teil beschränkt. Und diese Wandmalerei ist auch eine große Besonderheit. Es ist ganz selten, dass man bei einer Ausgrabung die noch in solcher Qualität findet. Hier sieht man noch wunderbar diese verschiedenfarbigen Felder der Wandmalerei mit roten und gelben Ockertönen und dazwischen grün abgesetzten schmalen Streifen, die Schmuckstein imitieren sollten und wirklich Buntmarmor imitieren sollten. Das war damals ganz glänzend poliert und hat richtig geleuchtet. Hier stehen wir in einem der Räume der Insula 1. Da seht ihr die ganze Raumreihe, die durch diese Zwischenmauern getrennt war und viele Umbauten auch erfahren hat, also mehrere Bauphasen, die sich hier drin verstecken. Was ganz toll für uns ist, ist, dass diese Böden, die originalen Estrich-Fußböden, noch komplett erhalten sind. Wir stehen hier also auf genau demselben Fußboden wie vor 2000 Jahren die Römer, die hier gelebt haben. Hier hinter mir sehen wir ein römisches Badegebäude, das Privatbad des Besitzers dieser großen Hausstruktur. Wir haben hier ein wirklich repräsentatives Haus, das einem der reichen frühen Einwohner von Cambodunum gehört hat. Und hier sieht man noch ganz schön den Unterbau, den Bereich mit der Fußbodenheizung von diesen in Reihe geschalteten Heiß- und Laubaderäumen. Etwas ganz Besonderes für einen Römer in einem Privathaus tatsächlich auch sein Bad zu haben. Und wir wussten schon, dass es dieses Bad geben muss. Wir wussten aber nicht, ob es noch erhalten war. Auf den Altausgräberplänen war es verzeichnet und unsere Freude war natürlich sehr groß, dass es tatsächlich auch noch erhalten, nicht abgegraben, hier im Boden schlummert. Und das ist auch das Besondere an der Erhaltung insgesamt. Wir haben hier diese letzte nicht überbaute römische Wohnbebauung, diese sehr hochmögende römische Wohnbebauung von Cambodunum noch, so dass wir sie künftig präsentieren können, dass wir den archäologischen Park damit um ein weiteres Highlight erweitern können und Besucherinnen und Besucher dieses Leben der Römer vor 2000 Jahren dann hier auch am authentischen Ort werden sehen können. Jetzt findet die Auswertung statt, sowohl des Fundmaterials als auch der Befunde, und die Bauaufnahme läuft noch im Hintergrund, damit wir auch wissen, wie dieses Gebäude in der Höhe ausgesehen hat, bis zu den Dächern.